Heute stelle ich euch mal wieder ein neues Kit für die Strive vor. So schaut es daher aus, wenn es an die Strive angebracht wurde. Und wo ihr das zu kaufen bekommt, das zeige ich jetzt mal schnell. Und dieses Kit von Plastermod stelle ich heute mal vor. Was es darstellen könnte, ich kann es euch nicht sagen. Ich bezeichne das einfach mal als Strive Science Fiction Kit. Kostet ca. $100. Wer es sich nochmal anschauen möchte, den Link dazu im Textfeld unter dem Video zu finden. Ja, als erstes müsst ihr mal wieder alle Schrauben lösen, die Gehäusehälfte voneinander trennen. Dann macht ihr den Bereich vorne raus, holt euch dieses Teil und das wird jetzt hier so reingesetzt. Zack, dann holt ihr euch wieder die andere Gehäusehälfte so und tut das Ganze wieder verschrauben. Ja, jetzt müssen wir zwei Teile zusammenschrauben und zwar das kommt jetzt an die Schiene dran, das setzt ihr hier oben drauf und die Schrauben, die müsst ihr jetzt von unten reindrehen. So, diese Schiene, die schiebt ihr jetzt einfach hier so drauf und lasst die hinten erstmal so ein bisschen überstehen. Jetzt haben wir hier die Front, die wird jetzt einfach hier so, oh, Junge, 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 das ist ja, das ist echt der Hammer, ich muss mal, jetzt ist sie fest, also da müsst ihr schon richtig Kraft aufwenden, um die drauf gedrückt zu kommen. Jetzt ist sie dann hier drauf und das hier, seht ihr ja die Schiene, die könnt ihr jetzt wieder mal gucken, genau, ein Stückchen nach vorne schieben und jetzt ist die dann komplett abschließend mit der Front. Ja, hier haben wir den Handguard, den setzt ihr einfach hier so drauf, so, Schraube hier, Schraube da und dann ist der auch festgeschraubt. Jetzt haben wir noch die Schulterstütze, die macht ihr dann hier hinten einfach drauf. Ja, so sieht der Plaster jetzt aus. Gar nicht mal so schlecht. Ich zeige es dann schon mal vom Weiten. Jetzt könnte man aber auch noch, wir haben ja so verschiedene, ich sag mal, Muscles, das ist so ein Silencer, das sind die Worker-Rohre. Könnte man jetzt zum Beispiel noch so ein bisschen, wenn einem das gefällt, verschönern. Zum Beispiel könntet ihr jetzt noch hier das Teil so reinstecken. Von der Optik her sieht das halt nicht schlecht aus. Und je nachdem, wie lang das Rohr ist oder wie lange ihr das macht, könnt ihr das jetzt so machen. Oder ihr macht dann halt nachher noch hier sowas dran und das sieht natürlich dann auch nicht schlecht aus. Ja, jetzt haben wir hier noch diese Löcher. Dafür gibt es so seitliche Blenden, waren beim Set jetzt aber nicht dabei, die kann man aber nachkaufen. Die könnt ihr natürlich jetzt hier noch reindrücken, dann sieht das Ganze auch nochmal schicker aus. Habt ihr gesehen, ist eigentlich super simpel einfach das Kit an die Strive anzubringen. Man muss den Blaster noch mal kurz aufschrauben. Dann bringt er hier vorne die Front an, dann nachher hier oben diese, ja, ich sag mal, Blende ist ja keine Schiene, kann man ja nichts dran machen. Dann habt ihr hier noch so eine kleine Visierung, soll wohl eine Art Kim und Korn darstellen. Die Schulterstütze haben wir hier hinten und sehr schön auf beiden Seiten haben die hier so Metall dran gemacht. Das heißt, hier kann man nachher prima so einen Gurt dran machen. Hier haben wir zur Unterstützung für die Hand. Das Ganze ist geriffelt, sieht auch ziemlich schick aus. Ja, und habt ihr gesehen, ich habe noch diese Blenden hier seitlich dran gemacht. Die waren bei dem Kit jetzt nicht dabei. Sehr cool ist auch noch dieser Handguard hier, der Schutz halt für die Hand beim Schießen. Rearmory hatte die auch schon bereits hergestellt. Vielleicht hat sich der ein oder andere da was abgeguckt und dann die einfach mal so ein bisschen nachgebaut. Ihr könnt das einmal dann so lassen oder, wie ich bereits gezeigt habe, ihr holt euch einfach hier so ein Rohr, so ein Muscle hier vorne und dann könnt ihr das halt optisch so ein bisschen machen, wie ihr Lust und Laune habt. Und hier nochmal das Ganze dann ein bisschen länger mit so einer, ja, das ist eine Art Schalldämpferfunktion. Und das sieht eigentlich auch noch ziemlich cool dann aus.
Jo, habe ich euch das Kit mal vorstellen wollen. Ich hoffe mal, nächste Woche sind die, sag mal, Sniper-Kit-Sachen da. Teilweise habe ich schon, teilweise wurde wieder was vergessen. Und da habe ich dann 2 oder 3 Sniper-Kits, die richtig fett sind. Ich zeig mal gerade schon mal eins. Oh, es ist ein bisschen lang. Das wäre das hier. Hier fehlt zum Beispiel jetzt hier um die Schiene. Wurde vergessen mitzuliefern. Und deswegen konnte ich das Kit dann halt noch nicht zeigen. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.